Benjamin Radford schreibt für den Skeptical Inquirer, ein kritisch-wissenschaftliches Magazin, das Champ für eine gute Geschichte hält, aber nicht mehr. Wenn man nur kurz einen Blick auf das Bild wirft, kann man sich schon vorstellen, dass das ein Seeungeheuer sein könnte. Wenn man es aber eingehender betrachtet und untersucht, hält die Geschichte nicht stand. Mansi gibt zu, sich nicht mehr genau an die Stelle erinnern zu können, an der sie an dem Tag mit ihrer Familie gehalten hat. Ich weiß, dass wir noch nicht in Kanada waren. Wir waren noch in Vermont. Ich weiß noch, dass wir etwa 1,5 bis 2 Stunden brauchten, um zurückzukommen. Ihr Unvermögen, die Stelle genau festzulegen, macht es den Experten schwer, wenn nicht unmöglich, ihre Geschichte zu verifizieren. Auf dem Foto sind keine anderen Objekte zu sehen, Boote, Menschen oder irgendwas im Vorder- oder Hintergrund, an dem man die Größe oder Entfernung des Dings hätte messen können. Mansi behauptet, es sei zwischen 2 und 2,5 Meter lang gewesen. Ein anderer behauptet, gemäß seiner Analyse, die auf der Wellenhöhe in dem Foto basiert, müsse es 18 bis 25 Meter lang sein. Was jetzt? Ist es 3, 15 oder 9 Meter lang? 1991 untersucht ein Ozeanograph der University of British Columbia ihr Foto. Ich schätzte 1,80 Meter aus dem Wasser in die Höhe und vielleicht 2,5 bis 3 Meter in die Richtung. Ozeanograph Dr. Paul LeBlanc, der das Foto untersucht hat, meinte, dem Wellenmuster zufolge müsse es viel größer sein. Doch LeBlanc zufolge können seine Ergebnisse nur so genau sein, wie die Schätzungen, die Mansi ihm gab. Was ist also Radfords Folgerung? Es könnte ein schwimmender Baumstamm sein. Radford ist überzeugt, auf dem Bild von Mansi ist Geschwemmsel vom Grund des Sees zu sehen. Es gibt Fälle, in denen ein aus dem Wasser ragender Stock aussieht, als ob er sich bewegt, nur weil der Wind das Wasser über ihn drückt. Dekomposition erzeugt in faulendem Holz Gase, die ihm mehr Auftrieb geben und für einen kurzen Moment an die Wasseroberfläche katapultieren, bevor es langsam wieder in den See versinkt. Es gibt für Sichtungen von Ungeheuern mehr als eine Erklärung. Alle möglichen Dinge, die nicht ohne weiteres zu identifizieren sind, können für Seeungeheuer gehalten werden. Im Falle des Mansi-Fotos könnte es sich um die Wurzel eines Baumstamms handeln, die kurz an die Oberfläche stieg, bevor sie wieder versank. In meiner Animation habe ich ein maßstabgetreues Modell eines Baumstammes genommen und es um 360 Grad gedreht, um zu zeigen, wie ein Baumstumpf aus einer bestimmten Perspektive wie ein Seeungeheuer ausgesehen haben könnte. Meine Analyse des Mansi-Fotos versucht zu veranschaulichen, dass Kopf und Hals nicht verbunden sind. Es sieht vielleicht so aus, weil die untergehende Sonne da einen kleinen Schatten hinwirft. Mansi selber lässt diese Hypothese kalt. Seit 30 Jahren wird das unter die Lupe genommen. Die können behaupten, was sie wollen, aber niemand kann sagen, das Foto sei falsch. Das ist das, was ich gesehen habe. Manche Teile sind völlig trüb, andere wiederum am Grund sind ganz klar. 6 Stunden sind vergangen und Scott Mardis hat fast den gesamten tiefen Kanal abgegrast, aber nichts gefunden. Tolle Aufnahmen vom Grund. Alles war gut zu erkennen. Wenn Champ oder ein Stör hier unten gewesen wäre, hätten wir tolle Bilder bekommen. Es lag nicht an unserer Ausrüstung. Es ist eine Frage des Glücks, ob sich die Tiere blicken lassen oder nicht. Wieder an Land sind die Ergebnisse der Überwachungskameras ebenfalls entmutigend. Ja, hier genau da. Siehst du das? Nach Sichten des über 100 Stunden langen Überwachungsmaterials steht fest, dass Lake Champlain vor Kreaturen nur so wimmelt, von Champ aber keine Spur. Wir haben das stundenlang durchgeackert, das ganze Filmmaterial, und wir konnten nichts finden. Vielleicht war es die falsche Jahreszeit. Scott Mardis verliert aber nicht den Mut. Er will seine Suche nach Champ fortsetzen, trotz der enttäuschenden Ergebnisse dieser Expedition. Jeder muss die vorhandenen Indizien ansehen und seine eigenen Schlüsse ziehen.
Wenn sich meine These als falsch herausstellt, kann ich wenigstens sagen, worauf sich meine Überzeugung stützt. Scott Mardis und Sandra Manzi, zwei Überzeugte in einer Welt von Skeptikern. Hallo Sandra, wir haben uns schon mal getroffen, Scott Mardis. Hi Scott, wie geht's? Unter Experten reichen die Ansichten über Chams Existenz von zurückhaltendem Optimismus bis zu hoffnungsvollem Warten. Sandra Manzi ist bestimmt eine aufrichtige und ehrliche Augenzeugin, die sich über das, was sie gesehen hat, nur zufällig irrt. Leute erzählen mir, dass sie was Bizarres gesehen haben. Wenn man dann Fragen stellt, hatte es einen solchen Mund, tat es das, war es in diesem Teil des Wassers, dann kann man ihnen sagen, ah, das muss ein Stör- oder Neunauge gewesen sein. Egal was es ist, es wird ein großer Fisch sein. Echoortung gibt es nur bei den Tieren, die ein hochentwickeltes Kommunikationszentrum haben, wie Wale und Delfine. Ich möchte schon gern wissen, was es ist. Aber ich hoffe, wir lassen es dann auch in Ruhe. Die Augenzeugenberichte sind so gewöhnlich und offenbar glaubwürdig, dass 1982 das Repräsentantenhaus von Vermont und der New Yorker Senat Gesetze zum Schutz von Cham verabschieden. Selbst ohne definitiven Beweis seiner Existenz wird das Tier vorsichtshalber auf die rote Liste gefährdeter Arten gesetzt. Cham fällt also per Gesetz sofort unter Artenschutz, sollte er einmal gefunden werden. Doch bis das geschieht, können sich alle Überzeugten mit den faszinierenden wissenschaftlichen Funden trösten, die diese Untersuchungen hervorgebracht haben. Die Echoortung von Lake Champlain ist die erste und einzige Echoortung, die je in einem Süßwassersee entdeckt wurde. Das allein ist schon faszinierend genug.